Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Diese Woche geht es um American Horror Story und ich bin ein ziemlich großer Fan dieser Serienreihe. Und es war eigentlich schon lange mal eine Dekoration zu diesem Thema geplant und heute ziehe ich es durch. Ich habe schon eine Kleinigkeit vorbereitet und zwar habe ich hier einen Rahmen gezogen und habe reingeschrieben: On Wednesdays we were black. Das geht eher so zurück auf Coven. Viele finden Coven ja nicht so gut. Ich muss gestehen, ich fand es wenig Horror, aber ich fand die Charaktere ziemlich cool. Und ja, mein Freund zum Beispiel findet immer noch das Mörderhaus die beste Episode, ne, was heißt Episode, die beste Staffel schlechthin war. Ich fand Freakshow ziemlich gut und auch, wie hieß es, Asylum. Also ich glaube, dass Mörderhaus, Freakshow, Asylum und Coven so zu meinen Lieblingen gehören. Hotel fand ich nicht ganz so gut, aber naja, das, ich weiß nicht, das, woran das lag. War nicht schlecht, aber war auch nicht so gut. Roanoke fand ich eigentlich ziemlich gut. Allerdings, also so von der Machart her fand ich, war ein völlig neues Serienerlebnis. Ich fand die Aufmachung extrem cool. Ich fand, da haben sie sich mal was Neues einfallen lassen. Das gab es so bisher noch nicht. Und das hat mich schon beeindruckt. Das hat mir wirklich sehr gefallen. Fand ich super. Also ich persönlich fand es sehr gut, wie sie das umgesetzt haben mit dieser Reality-Show und ja, das hat schon Spaß gemacht, das zu sehen, auf jeden Fall. Fand das Ende aber ein bisschen platt. Ja. Aber hey, na, es hatte seine Höhen und Tiefen. Genau. Ich male jetzt hier einfach mal so ein paar Rosen mit meiner Van Gogh Aquarellfarbe. Ja, ich habe das ein bisschen geübt. Ich hoffe, man erkennt auch die Rosen in dem, was ich hier so mal. Und hoffe, dass das zum Schluss gut aussieht. Eigentlich hatte ich vor, so ein bisschen... Ich hatte verschiedene Sachen schon im Kopf. Ich wollte irgendwie die ganze Zeit was zu Coven machen, weil ich einfach dieses On Wednesdays We Were Black ziemlich gut finde. Das hat jetzt ja eigentlich wenig mit American Horror Story zu tun, aber es verbinden halt ziemlich viele damit und gerade halt auch mit Coven. Und eigentlich kommt das ja so ein bisschen aus der Addams Family und ja, das finde ich jetzt nicht schlimm, die Genres da so ein bisschen zu kreuzen. Ganz im Gegenteil, ich finde halt auch die Addams Family ziemlich cool. Aber worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Was wollte ich eigentlich erzählen? Genau, was ich ursprünglich geplant hatte, war eigentlich dieser Hexenzug mit den schwarzen Sonnenschirm. Das so ein bisschen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Hab mich dann halt aber dagegen entschieden. Dann dachte ich mir, versuchst du es mal mit Zombie Boy. Im ersten Teil tritt Zombie Boy ja auf. So als, wie will man es nennen, als Cameo, kann man das schon Cameo nennen? Naja, jedenfalls wird Evan Peters oder wie auch immer er ausgesprochen wird, jetzt zwischendurch von Zombie Boy gespielt, als er Amok läuft in der Schule und... ich habe überlegt, dann quasi so Zombie-Boy-Tattoo-mäßig irgendwas zu machen. Das hat aber in der Probefassung überhaupt nicht funktioniert. Und ja, da musste ich klein beigeben. Das ging nicht.
So cool ich es auch gefunden hätte, aber was ich nicht kann, das kann ich nicht. Vielleicht probiere ich das später nochmal. Vielleicht muss ich auch einfach nur ein bisschen üben oder mir ein bisschen mehr dazu einfallen lassen, wie ich das umsetzen könnte. Aber naja, im Moment war es das halt nicht. Und da ich gerade eh total auf meine Aquarellfarben abfahre, dachte ich mir, warum nicht einfach schwarze Rosen? Das kann auch nicht so verkehrt sein in Bezug auf American Horror Story. Das war mein Gedanke dazu. Ja, und jetzt sitze ich hier und male schwarze Rosen in meinen Planer. Bis jetzt gefällt es mir gut. Ich darf es halt echt nicht verreisen. Deswegen höre ich mal mit dem Gequatsche auf und konzentriere mich hier lieber aufs Zeichnen und lass euch ein bisschen Musik hören und schick euch einfach mal ins Timelapse. Wir sehen uns dann zum Schluss, wenn die Deko fertig ist. Die Dekoration ist fertig und ich weiß nicht genau, was ich von ihr halten soll. Ich finde sie jetzt weder gut noch schlecht. Gehört auf jeden Fall nicht zu meinen Favoriten. So viel kann ich schon mal sagen. Da habe ich wesentlich bessere Dekos zustande bekommen. Außerdem ist mir hier auch ein Fehler unterlaufen. Da habe ich mich verschrieben, musste versuchen, das irgendwie wieder zu kitten. Dann habe ich hier drüben in meinem Heißluftföhn dummerweise. Naja, ich war zu lange auf einer Stelle und habe dann Brandflecken gehabt. Die habe ich dann noch an ein paar andere Stellen gesetzt, einfach damit sich das mit dem Fehler nicht so auffällt. Naja. Und so ist es jetzt halt. Jo, dazu gibt es dann auch weiter nichts zu sagen.
So, da haben wir das Ganze im Planer. So sieht es jetzt aus. Ich schiebe das Ganze noch ein bisschen zusammen. Ja, damit ist dann die Woche halt auch gemacht. Ich habe noch keine Idee, was ich in der nächsten Woche mache. Zumal ich ja jetzt auch diese doofen Brandflecken hier habe, weil ich doof bin. Naja, wir schauen einfach mal und lassen es auf uns zukommen, würde ich sagen. Bis dahin, ciao, Klausen.